Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Ich habe zwar gemeint, ich mache die Alfruinen-Rätsel als allerletztes, aber ich habe jetzt doch Bock bekommen. Und ich habe mir einen Experten dazu geholt, der mich hoffentlich sicher durch diese Mission hier hindurchbringen wird. Es ist der Caleb, aka Rubinischar, den mit Sicherheit noch viele aus uralten Zeiten kennen. Jetzt sind wir ja schon Opas, früher waren wir voll jung, oder? Das passt gut, dass wir gerade in den Alfruinen sind, weil ungefähr so lange ist der letzte Together-Part her, wie die Ruinen hier stehen. Ja, ist richtig. Aber schau mal, hier ist ein Video-Gamepad. Ja, ja, klar. Das war der Ursprung. Also, herzlich willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, bei dieser Rückkehr, die hoffentlich endgültig bekräftigen sollte, dass wir uns nicht zerstritten haben, wie viele immer wieder meinen. Ja, er hat einfach nur keine Zeit, weil er studiert und deswegen konnten wir keine Together-Parts machen. Und wir beide Channels haben. Genau. Ich würde da hinten beginnen, weil, ja. Richtig. Ich meine, es ist ein bisschen schwierig, aber du landest andernfalls halt da unten. So, da steht Ho-Oh. Alles das klar. Bedeutet, es gibt nämlich neben den ganz normalen Alfruin-Rätseln noch ein Wandrätsel und ja, das muss man entziffern können, weil die ganzen Inkognitos sind ja irgendwo auch Buchstaben und wie er schon sagte, da steht Ho-Oh, bedeutet, wir müssen Ho-Oh an Platz 1 haben und dann können wir da durch eine Wand durch. Wow, wie cool. Ja. Dahinter befindet sich eine Menge Zeugs. Einmal Vitalkraut, keine Ahnung, was das macht. Holzkohle haben wir schon. Eine Rätselbeere. Kannst du kurz erklären, was eine Rätselbeere ist? Das sag ich zum ersten Mal. Ja klar. Also vielleicht, erstmal anzufangen bezüglich Vitalkraut. Wie Vitalkraut halt ist wie ein Top-Beleber im Prinzip. Und Rätselbären stellen 5 AP wieder her, sind also ähnlich wie Aether, nur dass die Aether halt 10 wieder herstellen. Okay. Das ist also eine ziemlich coole Beere. Und eine Goldbeere, die stellt 30 KP wieder her, können wir aber auch nicht gebrauchen. Wenn ich jetzt hier runterspringen würde, würde ich bei den Inkognitos landen? Du landest da in einem Zwischenraum. Was zum Teufel? Da steht dann irgendein philosophischer Satz unten. Ist der immer anders? Ja. Dann schneide ich alle aneinander ans Ende des Parts, weil ich will jetzt den ganzen Weg nicht nochmal gehen. Du kannst übrigens mal raten, wie lange diese Bären hier schon rumliegen. 5000 Jahre. Ich glaube, die würde ich nicht mehr gerne aufheben wollen und vor allem nicht mehr benutzen wollen. Ganz und gar nicht. Also von daher. Aber kommen wir nun zum Haupträtsel. Ein Pokémon, das mittels regenbogenfarbener Schwingen grazil durch die Lüfte schwebte. Definitiv Lugia. Nein. Doch, natürlich. Ist doch Ho-Oh. Ja, natürlich. Ja, er hat versucht, mich zu trollen. Ich habe kurz überlegt, meint er das ernst gerade oder will ich verarschen? Also, ich erkenne hier gar nichts. Was ist das? Regel bei Puzzlen. Ja, du hast ja das Schwierigste rausgesucht. Beginnen mit den Eckstücken. Ja, schön. Ich kann hier keine Eckstücke erkennen. Also. Ach so. Ach doch. Das ist zum Beispiel Ecke, links. Das ist für links unten. Und das links daneben. Ja, genau. Das links daneben ist die rechte obere. Ja, okay. Ja, genau. Aber war das nicht bei Heart Gold, Soul Silver so, dass die Puzzleteile an sich schon so geformt waren? Bei Heart Gold und Soul Silver war es so, dass es einzelne Segmente oder einzelne Puzzleteile gab es oder waren schon drin. Und du musstest dann nur einzelne hinzufügen und musstest die dann halt auch noch drehen und so. Kann man die hier auch drehen oder muss man sie drehen? Nee, muss man nicht. Ach, also ist das hier theoretisch einfacher? Nur es sieht halt grafisch beschissener aus, aber es ist einfacher theoretisch? Was heißt einfacher? Also das ist schon relativ schwierig, würde ich mal sagen. Halt und Silber waren es halt nie so viele wirklich, die man machen musste. Konnte natürlich auch anspruchsvoll werden, aber das hier, da muss man schon erstmal ein bisschen Ordnung einbringen. Vor allem ist es mit dem Gefieder eben schwierig, ja, weil auch das Gefieder könnte auf der einen Seite sein. Ich sag mal so, dort wo du jetzt was auch immer hast, muss eigentlich sein Kopf hin. Das der da? Kopf. Das muss weg? Ja, das ist eh nur ein Platzhalter.
Aber ja. Ich kann den Kopf leider nicht erkennen. Wo da ist rechts, der Schnabel? Genau. Und rechts siehst du da Kopf-Auge. Genau. Ah, ja, 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 ja. Aber ich suche gerade diesen Flügel hier. Wo ist denn der zum Teufel? Den hast du doch da links. Was? Drunter. Rechts. Da. Oh. Da kommt da links hin. Genau. Ja, deswegen sollte ich... Ja, das war ein Fehler. Ich hätte die ich wegräumen wollte, wieder hier an die Ecken hin tun sollen. Weil so habe ich mich selbst verwirrt. Ja. Gut, jetzt das Gegenstück von dem anderen Ding. Ja, du musst dir überlegen, du brauchst da unten so eine Art Krallen. Und ganz unten brauchst du seine Schwanzfedern. Also ich finde das grafisch wirklich richtig schlecht. Sau schwer. Also was heißt schlecht? Natürlich war das zur damaligen Zeit geil, aber... Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt falsch. Nee. Das würde ich mal so machen, genau. Ich bin halt zudem auch noch mega schlecht in Puzzles, ne? Also nur falls es jemand nicht weiß. Ja, ist natürlich falsch, war klar. Also die oberen, die beiden würde ich vertauschen. Okay. Weil letztendlich hat ja zwei Flügel und so wie es jetzt aussah, ging es ineinander über. Tatsächlich, wie assi. Warum denn das? Das sah für mich richtig aus. Naja, aber ich bin trotzdem zufrieden. So, und was passiert jetzt? Gar nichts. Naja, ich glaube, wir wissen alle von dem Soul-Silver-LP, was passiert. Wir werden ja runtergeschmissen. Und wenn man dieses Puzzle löst, werden eben nach und nach Incognitos aktiviert. Richtig. Hier in den Alfruinen. Theoretisch ist es, denke ich, möglich, hier jedes einzelne Incognito zu fangen. Sobald man alle Puzzle aktiviert hat, ist das richtig möglich, ja. Aber das mache ich natürlich nicht. Also, ne? Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, übelst. Hast du eigentlich schon mal hier den Incognito-Soundtrack gezeigt? Was? Wie jetzt? Im Kampf, meinst du? Nee, im Radio. Also wenn du hier... Oh, stimmt. Nee, hab ich vergessen. 13,5 müsste es, glaub ich, sein. Dum, 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 dum. Das ist ein Easter Egg. Ja. Ein sehr, sehr seltsamer Sound. Da kriegt man direkt Angst. Ich lasse es mal, aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo reingehe, ist es eh weg, ne? Ja, ja. Mist. Ja, dann kümmern wir uns doch einfach mal um dieses Rätsel hier. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Hier ist sogar Personal. Ja. Willkommen in diesem Raum. Hier gibt es verschiebbare Platten, die ein Pokémon darstellen, das aus der Antike stammt. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Rechts findest du eine Beschreibung des Pokémon. Die Forscher im Hintergrund untersuchen neu entdeckte Muster. Ja, das hättest du Schlaghammer nehmen und alles gut. Hättest du theoretisch schon im Part 4 oder so machen können, deswegen stehen die da alle rum. Richtig. Neulich sind seltsame Muster aufgetaucht. Es ist merkwürdig. Vor kurzem waren sie noch nicht da. Wirf einen Blick auf die Wände. Ja, ja, mach ich. Was steht da? Ups. Das konntest du jetzt nicht sehen, hier. Da steht... Nee. Kommt später. Flucht. Noch. Übelst der Spoiler gerade von mir. Ja, also Wasser würde zwei gleiche Buchstaben voraussetzen. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nur gezählt, wie viele Buchstaben es sind. Aber ich habe nicht geguckt, ist das erste wirklich ein W. Ist du mir hast erst den aufgefallen, Fluchtzeil übersprungen. Hab. Ja. Kann halt kein Multitasking. So. Ja, dann einfach ist der eher einsetzen. Der richtige Job. Ja, ja, und jetzt geh rein. So, okay. Mega krass. Jetzt werden die Fluchtzeile auch mal zu was nütze. Ja. Wobei ich es in den alten Generationen eher nutze als in den neueren. Ja, eine Beere, geil. Das meine ich ernst, ich brauche die noch, um das Wildtank zu füttern. Heilflüger. Moment, dein Wildtank ist... Du hast immer noch nicht geheilt? Nein. Das arme Miltank, hallo? Ich hatte keine Bären, ey. Gegengiftbeere braucht kein Schwein. Aber Heilpuder, was macht das? 50 KP wiederherstellen, glaube ich, ne? Nein? Ja. Doch. Also. Kommen wir zum nächsten wunderbaren Rätsel-Puzzle-Dingens. Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckte und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtete. Ja, das wird jetzt irgendwie so entweder dieses Kabuto oder der andere sein. Wobei ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ist das Puder nochmal, was da rumlag?
Heilpuder. Ach so, nee, nee. Das erhöht die Zuneigung eines Pokémon. Oh. Beziehungsweise heilt alle Statusveränderungen, aber tut eben die Zuneigung gleichzeitig steigern. Also ein bisschen so ein Hyperheiler Plus. Alright. Kann ich ja nicht wissen. Hier kommen die seltensten Items vor, die es überhaupt gibt. Ey. Ja, also gerade die also ich meine, diese Kräuter sollte man ja eh in der Regel selten einsetzen. Aber es stimmt, also gerade solche Sachen wie auch Zauberasche, die sind schon relativ selten. Und ich glaube, die Augen sind etwas zu nah beisammen. Ich würde es genau umdrehen. Was? Ja, die Augen. Das sind ja gerade die Augen, die du machst. Und aber das passt doch so. Ja, aber die sind ja zu nah beisammen. Der hat ja keine Glubschaugen, die direkt aneinander sind. Also sondern hierhin? Nee, nee, einfach die beiden vertauschen in der Mitte. Okay. So, das sieht schon mehr nach Caputo aus. Ja, meinetwegen. Ich fand es andersrum süßer. Aber ja, ich glaube, danach fragt keiner. Nee, wollte ich gerade sagen. Also, das hat erste Priorität, das Puzzle fertig zu kriegen. Und was du süß findest und was nicht, das steht auf der Hierarchie der Entwickler hier relativ weit unten. Also von daher. So ist es wohl. Das ist Quatsch. Es müssten die Clowns sein. Hier. Ja, ich sollte am Rand bleiben irgendwie. Nee, nee. Also auch das stimmt, aber das würde ich nach links. Ach, da macht Sinn, ja! Jetzt auf einmal. Klick. So. Dann dahin. Sonst musst du noch die Clown machen. Genau. Nee. Ja. Dahin, denke ich mal. Und das hierhin. Nein. Okay. Ich würde die beiden unteren dann noch austauschen. Ja. Wenn es die nicht sind, dann doch die Krallen. Aber nee, die müssten passen. Dann ist es das. Ja, ja, jetzt passt's. Gut. Weitere Inkognito freigeschaltet. Das ist schon immer mein Lebenstraum gewesen. Und wenn man ich glaube, 3 fängt, wenn man über die Zahlen nicht ganz sicher ist, ich glaube, es müssten 3 sein, dann kommt man hier raus und sagt der Forscher, yo, krass, bro, du bist voll der coole Mensch und gibt einem dann 3 und gibt einem dann den Inkognito-Pokédex, wo dann alle 26 Inkognito-Formen eingetragen werden, die es bis dahin gibt. Das wusste ich bislang auch nicht. Das hat mich nämlich auch als Kind nicht interessiert. Ja, also du musst... also die Rätsel schon, aber die Pokémon fangen nicht. Du musst die natürlich schon alle fangen, aber du hast deinen eigenen Inkognito-Dex. Und es gibt ja erst noch nur 26 Formen. Die 27. und 28. kamen ja erst in Generation 4 dazu. Nice, nice. So, jetzt... Blitz. Hey, du kannst die Inkognito-Schrift lesen. Ausschlussverfahren, waren nur noch 2 Sachen übrig. Ja, gut, dann komm mal rein. Blitz kann der Knecht, wie ihr alle wisst. Dankeschön, Knecht. Was werden wir dieses Mal finden? Das ist voll krass eigentlich, weil wir zerstören ja diese schönen Inschriften dabei. Ja. Das ist übrigens kristallexklusiv, wollte ich noch erwähnen. Also in Gold und Silber gibt es das nicht. Ich kannte das nämlich nur aus Hard Gold und Silver. Ich habe ja, Kristall nie besessen, deswegen. Cool. Kraftwurzel existierte schon. Ja. Ey, existiert mehr, als man manchmal denkt. Mondstein. Gut, das macht Sinn, dass ein Mondstein hier rumliegt, mehr Sinn als das andere Zeug. Ja, gibt schon ziemlich coole Sachen. Ich kann halt nur nichts aufnehmen, weil ihr wisst ja, der Beutel ist so klein wie meine Socke irgendwie. Ja. Passt ein Fahrrad rein und so, aber... das ist geil. Bären halt nicht, ne? So ist das nun mal. Dieses Flug-Pokémon griff seine Beute mittels seiner sensenartigen Reißzähne an. So. Das ist das drittschnellste Pokémon aller Zeiten. Aerodactyl. Den finde ich gerade sehr schwer irgendwie. Ja, ich würde... Aber vielleicht legt sich das ja. Ich würde auf jeden Fall mit dem Kopf relativ bald anfangen. Ja, den habe ich auch schon fixiert. Aber erstmal die Ecken halt. Ja, das auf jeden Fall. Oh, das hier ist, glaube ich, ein Eckteil, das relativ einfach zu sein scheint. Aber wo genau, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, dann lass uns mal. Eins oben.
Links eins nach oben. Randteil meinte ich übrigens und nicht Eckteil. Ich finde die anderen beiden Ecken aber nicht dumm. Ja, dann, also. Dann würde ich erst einmal. Ich würde dich ums Gesicht kümmern. Wenn du ihn nicht findest, genau. Ja, da weiß ich halt auch nicht genau, wo die Position ist. Nee, also du siehst ja, das ist ein Randstück, deswegen muss das Gesicht eins nach, genau so, eins nach links noch. Und dann dieses Randstück ist gleichzeitig ein Eckstück, genau. Wo kannst du dich denn dann nähern? Da unten ist der Schweif, weil man das schaut jetzt aber passen. Seitlich auf ihn, genau. Was ist das denn? Das sind Teile der von den Flügeln. Ja gut. Das ist ein Eckstück. Was? Das, was du gerade hattest. Oh, es ist hier irgendwie so seltsam gekennzeichnet, keine Ahnung. Den finde ich wirklich am schwierigsten. Bei den anderen konnte ich wenigstens ein bisschen was noch, aber der ist sauschwer. Hä? Sieht falsch aus. Ja, da. Oh, was mache ich denn für einen Scheiß? Ja, ich bin gespannt aufs letzte Puzzle, weil das den finde ich. Also den finde ich auch nicht so einfach, weil da viele Puzzleteile relativ gleich aussehen. Oh nein. Echt? Ja. Holy shit. Null Ahnung, du. Wo ist denn der Rest von seinem Mund? Nö. Ja, muss es doch das sein, oder nicht? Nee. Doch. Tu's doch mal drauf. Ja, tu's doch einfach mal drauf und schau es dir an. Sieht doch richtig aus. In meinen Augen nicht. Aber dieses Randstück ist noch relativ eindeutig. Genau. Würde ich jetzt mal dahin tun. Oh mein Gott! Ja, das passt da. Und hoffentlich sagt er mir, dass das alles stimmt. Nein. Dann würde ich das mit dem oberen austauschen. Genau, mit ja, dem. Ja, habe ich doch gewusst, dass es falsch ist! Ja! Jetzt muss es stimmen. Und du? Ja! Nein! Warum nicht? Okay, also du siehst, wir haben keine Verbindung. Ich würde jetzt. Oh, ja. Nach eins nach unten, das genau mit dem austauschen. Gut. Also der ist schon sehr schwer. Das sieht ja auch nicht aus wie ein Aerodactyl. Das ist einfach eine Schlange mit Mund und komischen Flügeln. Oh, also. Ich meine, das sind schon besser als die meisten Generation 1 Spalts, also von daher. Das ohne Frage. Wo ist der Ausgang? Oben? Unten? Oben. Oben. Ein Rätsel noch, ne? Ja. Das ist dann wohl Ammonitas. Genau, und wie gesagt, den finde ich relativ schwierig, weil man da eben. Oh, aber der Weg zackt. Wo muss ich denn da genau hin? Ich muss nochmal zurück in die Höhle, ne? Ja. Ja, Leute, ich glaube, dann cutte ich das mal. Ich habe euch ja in einem anderen Part schon gezeigt, wie man darüber kann. Wir müssen jetzt einfach nochmal dahin. So, hab's hinter mich gebracht. Den Weg habe ich auf jeden Fall gezeigt. Irgendwo im ersten Drittel des Let's Plays. Die ganzen Trainer sind ja auch schon besiegt worden. Man sollte den Weg also kennen. Gut, jetzt nach links. Und dann wären wir auch schon da. Aus irgendeinem Grund ist das Rätsel jetzt schon gelöst. Man ja, hätte also, auf jeden Fall einen Wasserstein halt genau, dabei haben müssen. Wie du vorhin so schön gespoilert hast, braucht genau. Man hier den Wasserstein, weil Wasser an der Wand steht. Und wenn man den hat, im Beutel, dann geht das Ding schon von alleine auf. Sehr nice. Oh, Zauberwasser verstärkt. Wasserattacken! Ja, Zauberwasser kriegt man, glaube ich, zwei oder drei Mal im Spiel. Also von daher. Sternenstück und Sternenstaub. Damit hätten wir diese ganzen Secret Items abgehakt. Kommen wir also zum finalen Rätsel. Dieses Pokémon bewegte sich mit Hilfe seiner 10 Tentakel fort. So. Ist das nicht Tentakeln? Ja. Wobei, ja gut, wobei.
Ja, du studierst das, also. Nein, die Tentakel. nee, Tentakel passt schon. Okay, aber vielleicht ist auch beides möglich. Sowas gibt's ja auch häufig. Gibt's, aber ich glaube in dem Fall nicht. Bestes und Beispiel, der Level, das Level. Ja, wobei das ja ein Lehnwort ist. Und ich nehme an, achso, die. Was? Ja. Level steht im Duden? Also das Level und der Level steht beides, also im Duden drin und eins von beiden ist als Alternativform erlaubt. Ja, aber darum geht's nicht! Es geht um dieses gottverdammte Rätsel hier. Und du hast recht, das ist das Schwierigste, ich habe null Ahnung. Sowas ich null. Wollte gesagt, ich wünsche dir hier viel Spaß. Was zum Teufel? Weil, also. Das finde ich auch nicht einfach. Also vielleicht, damit du es dir in etwa vorstellen kannst, man schaut auf Ammonitas von der Seite. Und dann sind so Wellen im Hintergrund. Und also man sieht halt seinen Panzer von der Seite. Sein Auge sieht man links unten und dann eben die paar Fühler, Fühler, Arme, was auch immer, die rausragen. Wo ist denn bitte schon das andere Auge? Oder ist es wirklich krass von der Seite? Nee, wie gesagt, nur von der Seite, das heißt, es ist nur ein Auge. Gut. Aber ansonsten finde ich das hier halt so. Das ist halt. Ich sieht das echt alles weiß gleich nicht, aus. Also. Das ist halt echt übel irgendwie. Total. Also das Einzige, wo man sich ein bisschen nähern kann, ist, dass man irgendwie versucht, Randstücke zusammenzutun. Alter. Nee, das kann nicht sein. Was war denn mit denen da los? Na, sie hat ein bisschen mit der Gameboy-Hardware zu kämpfen, vermute ich mal, wenn ich mir das so anschaue. Also da unten müssten eigentlich nochmal Füße sein, deswegen würde ich das mal nach unten tun. Das hier, was ich gerade hab? Das nicht. Das gehört irgendwie auf die linke Seite, aber das kann ja nicht sein. Außer das ist falsch. Aber das schaut trotzdem nicht richtig aus. Ach Moment, dann ist das ein Eckstück. Nee. Ja. Ich würde das schon so machen, genau. Okay. Aber. Es sieht mir nach ein Stück aus, was nach oben hinkommt. Ja, aber wo? Ich würde eins nach. Hier. Rechte Seite wahrscheinlich. Ja. Da am ehesten noch. Nee, ich würde es noch eins hoch tun. Keine Ahnung. Genau das. So, jetzt zieht es doch langsam schon noch ein bisschen was aus. Ein bisschen. Das da unten muss falsch sein. Ja, das, was du. Das ist die Ecke. Ja, das, was du links. Das kommt da hin. Oder? Links hast, das ist auch falsch, weil da muss eigentlich noch ein Fuß oder Stücke vom Teile vom Fuß, und das hier gehört zum Panzer. Okay. Ja, da irgendwo. Da. Ich weiß nicht, das muss so einen Kreis geben, aber ja, lass es erstmal da stehen. Ganz oben ist noch der Fuß. Genau. Also das ist richtig krass. Ja, das ist schon anspruchsvoll. Was ist das denn hier? Ich würde die beiden, die du oben hast, nach unten tun, weil das muss nämlich so ein. Ja, der ist so eine Art Schnecke geben. Und deswegen muss das nach oben. Das dahin? Also mach das mal weg, drüber. Aber das hier ist ja auch garantiert falsch irgendwie. Nee, das gehört zu seinem Fuß, das passt schon. Wieso sieht das denn so dumm aus? Wir müssen nur den Panzer hinbekommen. Und das Teil muss eins nach rechts. Ja, das wollte ich auch gerade machen. So, und dann. Sieht schon besser aus. Diese Stelle sackt.
Das rechte untere jetzt nach. Nee, also das liegt irgendwo ab. Das rechte untere von denen, die du da rechts hast. Nach. Das jetzt eins nach oben. So, genau. Ja, das war ein hartes Stück Arbeit. Also selbst wenn es zusammengesetzt ist, sieht das für mich nur wie Brühe aus. Ja, man kann schon ein bisschen erkennen, was sie meinen, aber gerade wenn man nicht weiß, dass es von der Seite ist, oder nicht weiß, wie es in etwa auszusehen hat, finde ich das schon enorm schwierig. Also, ja. Bei dem haben sie sich größte Mühe zur Asozialität gegeben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, welches Rätsel ihr am schwersten fandet. Wir haben es hinter uns gebracht. Juhu! Und im nächsten Part stellen wir uns dann Arenaleiter Blau. Der hat's drauf. So, jetzt noch, wie versprochen, am Ende die einzelnen Inschriftsräume von Caleb höchstpersönlich übersetzt. Was ja, steht da hier? Hier steht, ihr Wissen ist enorm und sie lehnen die Oberwelt ab. Das bezieht sich auf die Incognito höchstwahrscheinlich. Einige haben spekuliert, dass es mit dem dritten Kinofilm zusammenhängt. Aber kann man eigentlich nicht bestätigen von dem, was hier so steht. Alles klar. Nächster Raum. Hier steht, unsere Worte sollen hier ewig widerhallen. Auch auf die Incognito bezogen, die irgendwie hier ihre Weisheit praktisch festhalten wollen. Hier steht, wir bauen vor der Türe eine Pokémon-Statue. Was das heißt, ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich auch nicht. Und nun der letzte Raum. Ja, das ist die längste und wahrscheinlich auch interessanteste Schrift. Hier steht nämlich, die Menschen müssen lernen, ihren Schritt mit ihnen zu harmonisieren. Wir gehen ihretwegen hinfort. Also, so wie ich das verstehe, sind die Incognito nicht mehr hier und sind gegangen, weil sie nicht mit den Menschen klarkamen, die nicht in Harmonie mit ihnen leben konnten. Was einem erstaunlicherweise an Parallelen aus dem echten Leben erinnert. Ja, allerdings, leider. Aber denken wir nicht ans Negative, denken wir an einen neuen Part, der hoffentlich schnell kommt. Wir verabschieden uns. Tschüss und danke fürs Zugucken.